Gib die Frage gern weiter übrigens. Warte, also gucken, welche Frage das jetzt war. Steht das Angebot? Ob das Angebot, ja, mit der Aufklärung im Teamspeak. Natürlich darfst du mitspielen. Und Ausrufungszeichen PvP oder Ausrufungszeichen PvE Server, die momentan für euch zugänglich sind, inklusive den Zugangsdaten. Genau. Aktuell sind wir auf mit aktuell sind wir auf Valhalla. Nicht auf Valhalla. Wir sind auf The Island. Richtig. The Island ist ein Testserver von uns, wo wir halt Mods testen, so wie das Stargate-Mod, falls was wir definitiv demnächst auf Valhalla mit draufspielen werden. Ja. Miau. Ich hab mal den Brutto bisschen pissig gemacht. Wächst ein Babywolf schneller auf, wenn ich ihm Kippel Prime Meat gebe, im Gegensatz zu normalem Fleisch? Batman, weißt du das zufällig? Nee. Das weiß ich auch nicht. Wächst deswegen nicht schneller. Nee. Die müssen 10%, meine ich, ihres Gewichts müssen sie erreichen. Und da ist es vollkommen unabhängig, ob die mit Kibbel oder Fleisch, aber Kibbel, meine ich, würde nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob sie das fressen würden, das Kibbel überhaupt. Fleisch fressen sie auf jeden Fall. Also der Server, auf dem wir sind, ist The Island. Die beiden Links, die du bekommen hast, unter Ausrufezeichen PvE oder PvP. Das ist jeweils Valhalla. Das hier, wo wir jetzt sind, ist nur ein Testserver. Da sind wir aktuell nur für das Oster-Special drauf. Normalerweise streamen wir eher vom Valhalla PvE-Server. Ja, da, wenn ihr vielleicht Center spielt, also Map spielt. Müssen wir mal gucken. Hey, es hin. Wo kannst du hinkommen? Auf The Island? Nee, ist nicht auf The Island. Das ist nur ein Testserver. Da kannst du nicht drauf. Aber die anderen beiden, da kannst du zocken. So, ich bin wieder zurück. Jo, und? Wir haben so lange ein Spiel gekillt. Dann, lass uns doch mal schauen, dass wir mal irgendwie so ein Ei finden. Weil ich würde jetzt wirklich liebend gerne so ein... was war da gerade? Das war doch nur ein Stein. Lass die. Hitman! So, also wenn wir nachher noch zu Center wechseln sollten... Dann spricht da was gegen Fauli, das dann geöffnet werden kann, oder geht das noch nicht? Müssen wir da erst noch was machen? Ich weiß, ich überrumpel dich damit immer. Bis hier müsst ihr das so sehen. Fauli ist unsere technische Seite zusammen mit Komo. Und ich bin einfach nur der Noob, der hier den Stream führt, ja? Oder den Stream macht überwiegend. Und Fauli macht jetzt zwischendurch auch den Stream. Was ich auch richtig cool finde. Bald streamen alle, das ist noch besser. Und ich überfall die dann manchmal einfach so. Dann heißt es so, nach dem Stream kriege ich dann immer ganz groß einen auf den Deckel. So geht das aber nicht, ne? Nicht so voreilig. Genau, also das Center ist momentan mit auf dem Server, wo Valhalla drauf ist. Okay. Es könnte sein, dass wenn das Center aktiv läuft, dass Valhalla ein bisschen drunter leidet. Okay. Daraufhin... Oder da müssen wir drauf achten. Sollte das der Fall sein, würden wir
The Center temporär deaktivieren und auf einem anderen Server wieder neu aufbauen. Okay. Das ist das, was ich jetzt so spontan sagen könnte, damit die Leute heute auf jeden Fall noch mitspielen können. Okay. Und, auf The Center. Wenn Community das so akzeptiert, dann habe ich nichts dagegen, dass wir das machen. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass Valhalla nicht drunter leidet. Wenn jetzt aber alle sagen, ich mache mal eine kurze Pause bei Valhalla und ich gehe mit auf The Center, dann haben wir natürlich keine Probleme. Gut, also das müsstet ihr entscheiden. Also das heißt, wenn wir nachher noch zu The Center wechseln wollten, würden, dann wäre ein etwas, ja, ich schätze mal so ein 15-minütiger Cut. Oder halt eben ihr sagt, komm, mach das Ding an, wir wollen da heute nochmal drauf gucken und dieser Cut würde dann offstream stattfinden und wir würden das im Laufe des Tages morgen abändern. Also rein theoretisch gesehen, jetzt falle ich dir mal ins Wort und überrumpel dich. Ja? Könnte sofort das Center starten. Okay. Das würde bedeuten, dass der in den nächsten 10, 15 Minuten da ist. Ja. In dieser Zeit würde ich aber gucken, ob Valhalla darunter leidet. Also das heißt, die Spieler müssten das mitbekommen oder mitsehen. Okay. Ob Valhalla darunter leidet und sollte es darunter leiden, dann könnte man das vorzeitig schon sagen, okay, wir müssen einen Cut machen, wir müssen das mal umziehen. Okay. Alternativ könnte man den Testserver verwenden, aber auch nur temporär. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bevor wir hier weiter rum überlegen, ich mache das Ding einfach mal an und dann gucken wir. Und ich gucke auch separat noch nebenbei, wie die Auslastung ist von dem Server, ob das funktioniert oder nicht. Okay. Momentan sieht der Server entspannt aus. Ihr könnt das theoretisch gesehen ohne Probleme mitmachen. Sehr, sehr schön, weil die Nachfrage ja nun nach The Center hier wirklich schon rege im Chat anfängt, ne? Muss man ja sagen. Das ist. Ich denke, ich habe jetzt nicht gedacht. Ich denke jetzt gerade gar nichts. Was wolltest du denn denken? Nein. Lass uns an deinen Gedanken teilhaben, komm. Ein Cent für meine Gedanken. genau. So, dann muss ich aber erstmal gucken, wer auf den Server drauf ist. Momentan. Ich suche mir mal einen aus. Bad Boy, bist du da? Kannst du mich hören, Bad Boy? Das klingt, als wenn du jetzt in so ein Orakel reinrufst. Ja, ich hab so eine Glaskugel. Bad Boy. Bist du jemand am anderen Ende? Bad Boy ist da. Wenn du Telefon nimmst und einfach blind eine Nummer eintippst. Bad Boy, yep, schreibt er doch. Denn du hast ja meine Daten. Dann würde ich sagen, achte mal drauf, ob das Center gleich ein bisschen ins Stottern kommt. Du meinst Valhalla? Entschuldigung, Valhalla natürlich. Sollte das der Fall sein, bitte sofort Bescheid geben. Bescheid geben bei Lags, die länger als, ich sag mal so, 2-3 Sekunden dauern. Dann auf jeden Fall, dann haben wir nämlich in Valhalla ein Problem. Das sollten wir versuchen zu vermeiden. Popo, ich sehe es jetzt gerade erst. Valhalla und Center, ja, hatte Mexo dir ja schon beantwortet, sind zwei Maps, zwei Karten hier für Ark. Das sind zwei Karten, die von der Community gemacht wurden und nicht offiziell sind. Also das sind inoffizielle Karten, die aus dem Workshop stammen. Aber richtig coole Karten. Also die sind wirklich, ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und Mexo, ja, das Angebot genau. Steht, klar. Mexo. Das Angebot Mexo steht. Mexo hatte eine Frage. Und zwar, ja. Genau. Wenn das nächste Update kommt oder sowas, dann zitieren wir dich mal ins TS und dann schnacken wir vorher drüber. Und du hast dich in der Zeit dann wahrscheinlich schon über das Update informiert. Das wäre eine richtig coole Geschichte. Damit würdest du uns richtig, richtig cool unterstützen. Das auf jeden Fall. Wenn du da Bock drauf hast, dann steht das Angebot. Weil die Informationen, die wir jetzt von dir bekommen haben, die waren schon echt sehr gut. Sehr, sehr gut.
So. Tauchen, das mögen Terran oder uns nicht, ne? Nee, tauchen nicht, bist du gerade abgefallen vom... Abgefallen ist gut, ich bin tauchen gegangen mit dem guten... Achso, du bist tauchen gegangen, also doch abgefallen. Ja. Was denn nun? Abgefallen oder nicht abgefallen? Abgetaucht. Ich hab abgetaucht, kurzfristig. Vogel so, hier ist, wieder, und... hier ist wieder einer von denen. Ey, der sieht immer stark aus. Ohne mich. Obwohl der keine Ohren hat, sieht der aber richtig stark aus, oder? Das ist so ein Türkis-Dodo, habe ich ja noch nie gesehen. Türkis-Dodo. Türkis-Dodo, ja. Aber es ist nicht so, dass alle, ja? Ich versuche mich gerade schon über das nächste Update zu informieren, okay? Das ist der Hammer, so wie ich das... Okay, ja, das wäre natürlich cool. Und das würde mich schon freuen, wenn mal hier so richtige Kracher-Updates kommen, wo wir sagen, Wahnsinn, die hauen mich aber echt vom Hocker. Das wäre schon geil. Ja gut, eigentlich wäre ja heute Zeit für ein Kracher-Update gewesen. Ja, aber das, ne? Das haben sie ja wieder ein wenig nach hinten leider geschoben. Tiere haben leider sie dann ja kurzfristig wieder rausgenommen. Die waren ja eigentlich für dieses Update vorgesehen. Der Woolly Reno und so ein neuer Skorpion. Skorpion-ähnliches Vieh. Aber naja, die sollen ja nun am 27. kommen. Und dann wird wahrscheinlich das Oster-Event wieder rausgepatcht, denke ich mal. Ja, drei neue Dinosaurier kommen, richtig. Drei neue Saurier. So, was heißt Saurier? Dass es hier in Ark ja nicht nur Saurier sind, es sind ja eigentlich auch... Das sind eigentlich ausgestorbene Tiere, das wäre die korrektere Antwort, meine ich, oder? Weil es sind ja nicht alle Saurier, oder? Widersprecht ja, mir, wenn ich aber schon recht habe. Über den der Oberbegriff Dinosaurier stimmt schon. Ja, alt, Dinos, ja. Saurier, weil ausgestorben. Genau, das passt schon. Also wann hast du das letzte Trike gesehen? Der Unterwasser-Dino kann, wärst, um eins gesehen zu haben. Aber. Der Unterwasser-Dino kann Öl farmen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist ja cool. Das ist cool. Also ich finde ja echt diesen netten, süßen Tieren sollte man irgendwelche Routen verpassen können. So nach dem Motto hier, ihr müsst da lang laufen. Und dann, wenn ihr voll seid, kommt ihr zurück zur Base und liefert ab. Das wäre natürlich geil, oder? Ist aber wohl eher ein Wunschgedanke. Ne? Aber die Idee an sich ist schon recht geil, ja. Ja, ist das so. So nach dem Motto hier, den Radius abgrasen und wenn ihr voll seid, kommt ihr zur Base zurück. Ja. Ne, wenn ein Hund Hunger hat, kommt er ja auch zurück. Und hebt ein Pfötchen. Genau, die müsste man dressieren können. Die müsste man echt und neben dem Training noch dressieren können. Sitz, Platz. Pfui, aus. Sitz, Platz. Das wäre schon cool. Das wäre mal cool. Also ich laufe hier gerade mal einen Strand ab, wo ziemlich viele Dodos unterwegs waren, aber ich finde hier kein Ei. Okay. Find hier kein Ei. Ich hab kein Dodo gesehen, ich will wenigstens ein Ei finden, Menschenskinder. Legen alle diese Eier, also diese... Naja, das ist ein Raptor. Legen alle Dodos die Eier, die zu bemalen gehen, oder sind das nur die Dodos, die... mit dem Haarreif? Das wäre noch eine interessante Frage. Das kann ich dir nicht sagen, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, The Center startet gerade. Okay. Die Center Map. Mal gucken, ob der sich gleich meldet. Ich hatte dir noch eine Nachricht geschrieben mit den mit einem kleinen Update des Mobots. Du hast mir eine Nachricht geschrieben? Ich muss mal eben kurz schauen. Hm? Hast du den Mobot dann dementsprechend schon abgedatet oder wie? Ich finde den Mobot nicht bei mir. Also, du findest den Mobot nicht.
Nö. Gut, soll ich den jetzt so schon updaten? Oder? Ja, kannst du machen. Okay. Wenn du dann noch einen Test oder einen Pre-Test oder sowas hinterschreibst, dass der... Nee, mach einfach nur Testing hinter in Klammern, damit die Leute wissen, dass es auch passieren kann, dass der abgestellt wird. Jetzt nicht, ich hoffe doch nicht passieren muss. Okay, ich muss jetzt mal einmal ganz kurz was Organisatorisches hier machen. Ist aber sofort wieder da bei euch. Tut mir leid, dass ich Losty gerade mal ein bisschen in Beschlag genommen hat, aber ihr wollt auf The Center. Und da ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass man euch die nötigen Informationen zur Verfügung stellt. Falsch. Stopp. Mir fehlt eine Information. Dir fehlen Informationen. Ja, dir fehlt eine Information. Mach erstmal weiter. Breite vor, dass du das alles eingeben kannst. So. Mach mal weiter in. Jetzt bei Lost. Was auch immer ich gerade gesagt habe. Ignoriert das. Okay. Okay, die Eisen sind das. Was für eine Information fehlt mir denn jetzt? Der Port fehlt dir. Ach, den Port. Welcher wäre der denn? Den kann ich ja. Der muss dann. Den hast du hier gerade schon wieder reingeschrieben. Habe ich dir gerade geschickt, der Port. Okay, danke, Elenia. Da muss ich mal gucken. Mal schauen. So. Okay. Oh. Ich werde die Karte nochmal kurz stoppen, weil der natürlich eine blöde Bezeichnung hat. So, das Ganze ist jetzt gesaved. Ja. Gut. So, dann rede mal weiter und dann präsentieren wir das gleich. Achso, ich darf weiterreden. Ich darf weiterreden. So, okay, ich schnabbeln kann ich ja gut, wisst ihr ja, also schnabbel ich dann mal weiter. So, Dodo mit Ohren, wo seid ihr? Ich möchte doch wenigstens noch ein einziges Ei finden. Das ist ein anderes Ei. Ein braunes, das ist wahrscheinlich schlecht geworden. Also Elenia hat geschrieben, dass die Eier, die zu bemalen sind, der ganzen Map verteilt sind. Und aber größer sind. Größer, okay. Die kommen jetzt nicht direkt aus den Tieren raus, sagst du, ja? Okay, das war dann eine Fehlinterpretation meinerseits. Ach, nur mal so nebenbei. In den Let's Plays haben wir auf diesem Stein hier unsere Base gebaut. Wer mal Bock hat, auf YouTube schauen, da haben wir eine Staffel Let's Plays gemacht. Arg. Wir haben auf diesem Stein unsere Base gebaut. Richtig cool, fand ich. Genau. Und die haben wir im letzten Let's Play haben wir die dann abgerissen und hochgehen lassen. Haben aber natürlich vorhin Safe Game gemacht. Was mir noch einfällt, wir haben übrigens seit gestern die offizielle Akrobaten-Facebook-Seite. Den Link findet ihr in den Informationen. Wer also Bock hat, sich da mal Informationen zu holen, wir werden zwischendurch auch mal ein paar Screenshots uploaden. Wir werden vielleicht das ein oder andere Video dort mal posten. Auf jeden Fall nachschauen, mal gucken, liken. Schaut mal einfach rein. Ist bestimmt interessant. Wie gesagt, Link gibt's in den Infos. Facebook, offizieller Account jetzt auch für die Akrobaten. Und natürlich Twitter nicht vergessen, wo ihr immer die aktuellen Streamzeiten erfahrt. Die gibt's übrigens jetzt auch bei Facebook. Bei Fatzebock. Und bei YouTube, wie gesagt, die älteren Streams von uns und beziehungsweise die Let's Plays und die Streams. Ja, Streams werden dann auch alle hochgeladen. Das heißt, wenn ihr mal meint, ihr habt was verpasst, kein Problem. Könnt ihr einfach bei YouTube nachschauen und euch den ganzen Stream nochmal reinziehen. Wenn wir mal unseren freien Tag haben, wo wir halt eben nicht streamen und ihr könnt nicht genug kriegen von den Akrobaten, dann schaut einfach auf YouTube nach und dort findet ihr die Streams, die schon gelaufen. Aber wie gesagt, wenn alles gut läuft, wenn alles klappt, habt ihr bald die Akrobaten wirklich sehr, sehr oft an der Backe.
Und naja, wir warten mal ab, wie das alles sich entwickelt. Wir hoffen, dass die Community noch stetig wächst und dass wir stetig. Ja, klar, wir bauen eine Stadt umzu. Nein, dass das alles vernünftig und dass wir halt eben eine richtig schöne, große, große Community bekommen. Mit vielen, vielen Leuten, mit vielen, vielen Projekten, die wir mit euch starten wollen, mit vielen Events. Hier sind gleich 2 Alpha Raptoren. Ist ja geil. Du willst es wissen, oder? Nee, 2 Alpha Raptoren sind hier. Alphas. Aber die packe ich mit Sicherheit nicht mit der Kneifzange an heute. Dann sterbe ich hier. Was denn? Hast du das schon gespeichert? Ja, ich habe das schon gespeichert. Warum kommt da nichts? Nee, weil du nicht mit PvP brauchst du das gar nicht machen. Ausrufezeichen Center musst du machen. Wie musst du. Center, das musst du mir doch sagen. Ausrufezeichen Center. So. Und da seht ihr jetzt im Chat die Zugangsdaten zu unserem Center-Server. Wo wir nachher nochmal wechseln werden und dann mit euch zusammen auch schon wieder ein bisschen daddeln können. Also wer Lust hat, kann dann nachher mit drauf. Ihr kann auch jetzt schon. Der Server ist da. Genau, der Server ist da, ihr könnt joinen und Spaß haben. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir wollen alles mit euch teilen, wir wollen auf die Community eingehen, wir wollen Spaß mit euch haben. Und da stehen wir auch weiter zu und das werden wir auch weitermachen. Selbst wenn wir irgendwann mal 10.000, 20.000 Follower haben und 500, 600 Zuschauer, werden wir trotzdem immer auf die Community eingehen. Das ist versprochen. Wir sind, nicht umsonst steht in unserem Logo, We Are Community. Bei Steam oder innerhalb von ARK wird der Server folgt gezeigt oder angezeigt. Diesen müsst ihr verwenden. Es ist durchaus möglich, dass auch zusätzlich noch Valhalla mit angezeigt wird. Dass zwei ARK-Server auf einen und den gleichen Server angezeigt werden. Deshalb den richtigen verwenden. Mit Public Test ist er noch richtig markiert. Und ich behalte mir vor, den irgendwann mal, sofern es Probleme gibt mit Valhalla, mit einer Nachricht, dass er sich in ein paar Minuten beendet, zu beenden. Kann man das so sagen? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Dass wir dann aber wahrscheinlich einen Umzug auf einen Server vornehmen. Richtig? Ja. Dass der dann halt eben auch permanent laufen kann. Weil es soll jetzt nicht einfach nur so eine Eintagsfliege bleiben, sondern der wird ebenfalls permanent laufen. Das heißt, wir haben dann 3 Server. Wir haben den Center-Server, wir haben den ARK-Server, den Valhalla-Server und den PvP-Server. Richtig? Ja, genau. So, eventuell werden wir dann irgendwann nochmal eine Änderung vornehmen und werden aus dem PvP-Server einen Island-PvP-Server machen. Dann haben wir nämlich alle 3 Karten, die uns am Herzen liegen, auf dem Server drauf. Und wenn alles sehr gut läuft, dann kommt wahrscheinlich noch eine ganze Flotte an Servern. Kann man das schon ankündigen? Ja. Also da bist du involviert. Da bin ich. Das ist nicht mein, da bist du derjenige, der da involviert ist. Da bin ich noch in den Verhandlungen. Besteht die Möglichkeit, dass wir einen Schwung an Servern bekommen, so dass wir euch alle Karten, die wir gut finden, also The Center, Valhalla und The Island, jeweils als PvP und als PvE-Server anbieten können. Also heißt es dann schon quasi ein großes Akrobaten-Server-Netzwerk. Genau, ein Netzwerk wäre das dann. Und es kommt dann eventuell noch ein Server mit, oh Gott, Otherworld kommt dann vielleicht auch. Otherworld, ja, das also, ist ja auch immer so, sehr gefragt. Also es so, kommen ja immer viele an. Und vielleicht noch ein, also ich, das, wie gesagt, das hängt von den Verhandlungen ab, wie viel da rausploppen kann an Servern, die wir dann bekommen, so dass wir alle möglichen Sachen nutzen können, an Karten, an Maps, und die auch ihr dann nutzen könnt. Und wir springen dann mal von Server zu Server, je nachdem, wo Bedarf ist oder wenn irgendwo Updates geht, dann springen wir mal halt in die aktuellen oder in die unterschiedlichen Spielzonen. Achso, okay, da kann ich jetzt ja nicht. Da hättest du auch wählen können. Hm? Ja, da. Ach, schon gut. Ich habe gerade auf falsch geguckt. Sabahaya schreibt Verbindung fehlgeschlagen für Centerman. Das kann sein,
Da musst du ein, zweimal probieren. Es ist durchaus möglich, dass da eigentlich sollten alle Mods bekannt sein. Sollte doch irgendwie ein Mod sein, der sich runterlädt, kann es passieren, dass du währenddessen arg oder etwas runterlädt, ein Timeout bekommst. Einfach normal probieren. So, und nur für die, die jetzt gerade ein wenig verwirrt waren, die dazugekommen sind. Wir haben jetzt die Stargate Atlantis Mod haben wir ein wenig ausprobiert und sind zu dem Entschluss gekommen. Geil. So, da habe ich gerade einen Port vollzogen und bin jetzt mal eben vom Paradies auf Island zu Holiday Island rüber gespawnt. Um hier zu schauen, ob hier vielleicht so ein Ei rumliegt. Was ich aber wahrscheinlich gleich beneinen darf. Also ich habe bis jetzt nichts gefunden, ey. Warte kurz. Verneinen meinst du, oder? Verneinen, beneinen. Beneinen. Ich beneine das mal, ne? Weil ich laufe hier am. Ich laufe hier schon die ganze Zeit am Strand lang, ne? Also an der Ostküste. Bin jetzt mittlerweile. Divi, hi, ja. Hi, bist wieder da. Sehr schön. Hey, hallo. Bin mittlerweile im Nordosten angelangt und hab kein Ei. Ja, wer weiß, vielleicht haben die Tiere die Eier schon selbst gefressen. Nix, was darauf hindeutet. Halt! Was ist das? Ach, das ist ein Stück Baum. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt komisch aus. Das sah ja jetzt komisch aus. Etwas ganz Neues, ein Stück Baum. Ja, haben die neu reingesetzt, oder wie? Wir haben Bäume. Aber eins trifft sich ganz gut. Ich nehme einmal ein wenig Metall mit. So, und was meinst du denn? Ja, also ich möchte jetzt auf jeden Fall noch irgendwie so ein Ei sehen. Das ist etwas, was mich noch interessieren würde. Ja. Also den Oviraptor, da könnte ich im Notfall auch drauf verzichten, weil der hat wahrscheinlich auch bloß so einen Haarreif auf. Ne? Aber, wie gesagt, wir haben zwei, ja. Wir haben zwei Dilos, zwei Dodos gesehen mit Haarreif auf, die fand ich schon ganz süß. Weißt du so, ich bin verkleidet, bald ist Ostern, happy. Ne? Aber, so ein Ei hätte ich doch schon gerne gesehen. Dass die auch immer so rar sein müssen bei diesen Events, ne? Ist doch genauso gewesen hier bei dem, also, bei dem Dodorex. Als der Dodorex war zu Halloween, Arc 4 Evolved ja. Hieß es dann ja. Schnappi, welcome back. Hey ho. Hey ho. So. Hier ist das Türchen. Jetzt will ich mal kurz gucken. Adressen bitte. Hier haben wir. Oh, da hinkommen. Server-Passwort falsch, sagt er jetzt. Oh, scheiße! Ich bin wieder am Arsch der Welt. Hier ist wieder arschkalt. Hier sind bestimmt keine Eier. Server-Passwort falsch? Das sind die gleichen? Immer. Okay, ich habe zumindest so einen Dodo gefunden. Die sehen süß aus, oder? Mit einem Haarreif. Ja. Die sehen echt süß aus. Guckt nochmal nach, nach dem Passwort. Ich verfolge den mal. Vielleicht legt er ja ein Ei, wenn ich bekomme. Das Serverpasswort ist falsch. Da kriegen wir gleich auf jeden Fall ein, eine Abhilfe, können wir da schaffen. Das ja, das Serverpasswort ist tatsächlich falsch. Gut. Das Serverpasswort ist falsch, dann musst du wahrscheinlich noch einmal neu starten, ne? Ja. Geht gleich los, geht gleich los. Kein Problem, kein Problem. Einmal mit Profis, ich. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal ich hab nichts gesagt. Profis. So. Ach, hier ist es. So, wo denn jetzt mal hin? Wir. Da geht's jetzt mal hin. Da geht's jetzt mal hin. Edmund, und du hast die ganzen Teile verteilt hier heute. Jo. Das war okay. Meine ehrenvolle Aufgabe. Ja, das ist doch cool.
möchte nochmal erwähnen, dass ich nur mit einem Pteranodon unterwegs sein durfte. Das ist schrecklich für dich, ne? Das ist, da kannst du überhaupt nicht... Also, das ist wie, wenn du im Auftrag der Firma unterwegs bist und der einzige Leihwagen von einer, sagen wir mal so, zwischen zwischen 5er BMW oder Audi A6 oder sowas, und das einzige, was noch übrig ist, ist ein Dacia. Gebraucht. Okay. Ohne TÜV. Oh, shit. Nein. Ich bin das gleich ist tot. Aber ein Statussymbol für Leute, die kein Statussymbol brauchen. Bist du Scholli oder was? Boah. Ich muss hier ganz das schnell. Das ist doch wohl das dümmste Gelaber, oder? Ey. Ein Statussymbol für Leute, die kein Statussymbol brauchen. Naja, so prinzipiell, ja. Okay, es soll, kann ja jeder fahren, was er möchte. Hab ich das Stargate kaputt gemacht? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Wenn du schon so fragst, ja. Dann hast du es wahrscheinlich kaputt gemacht. Boah. Der Server startet gerade neu. Ich bin mal kurz für kleine Akrobaten. Jo. Aber jetzt mal ehrlich, Losty, würdest du einen Dacia fahren wollen? Also ich finde die gar nicht so schlecht. Ich bin da anspruchsloser wie du. Du bist ja auch mehr so, für mich ist Auto eigentlich nur ein Gebrauchsgegenstand. Ich bin kein großer Autofreak. Das ist für mich auch ein Gebrauchsgegenstand. Nein, ich bin auch nicht so der Typ, der meint, da stundenlang putzen zu müssen und hier Felgen reinigen und da. Ich bin eher so der Typ, der das Teil einfach nur, ja, ich will damit fahren. So. Das ist für mich... Das will ich auch. Es soll halt noch gut ausschauen dabei. Das ist für mich das, was... Was zählt. Du kannst auch im Moment keine großen Ansprüche oder keine großen Aussagen von mir erwarten. Ich fahre in Berlin. Ja? Das ist Familie, dann passt das halt eben mit Kindern und allem, ne? Ist das ganz gut. Das ist, Es gibt schöne Familienvans. Es gibt ja sportliche Familienvans. Aber was hast du denn davon, wenn du etwas jüngere Kinder so, noch hast? So ein Ford C-Max zum Beispiel. Ein Arbeitskollege hat sich so ein Ford C-Max gekauft. Ja, und ich ärgere mich dann kaputt, wenn ich auf gut Deutsch gesagt die Kinder damit drin habe, fahren eine längere Strecke und dann gibt es die Schokolade, die ausgepackt wird, dann hockt das in den Sitzen drin. Habe ich doch nichts von. Da habe ich doch lieber ein Auto, wo ich sage, Gebrauchsgegenstand. Ich rege mich darüber auf. Da habe ich lieber ein Auto... Mit Hartplastik sitzen, da kann ich mal mit dem Dampfstrahler reinhalten. Genau. Passt doch. Ja, nee, ist klar. Super Idee. Also ich bin begeistert von dieser Stargate Atlantis Mod. Ne? Die finde ich einfach nur cremig. Ja. Okay. Hier kann ich noch ein bisschen Kristall mitnehmen. Aber das Problem, warte hey, mal. Hey, komm, lass uns mal Tag machen. Ich mach das jetzt mal, ja? Vote Day. So hieß das, ja? Ja. Mal sehen, ob ich das auch kann. Ja, guck mal, hier. Day 1. Das ist auch übrigens eine neue Geschichte, die unser Fauli fertig gemacht hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auf dem Server, es wird dann wahrscheinlich auch auf den anderen noch eingeführt, zu voten. Wenn es Nacht wird, habt ihr die Möglichkeit, Vote Day oder Vote Night zu schreiben. Und dann passiert sowas, yay, wenn der Vote abgeschlossen ist. Ihr seht, es ist Tag. Wir haben Tag gevotet und Tag ist gekommen. Echt eine coole Geschichte. Und Daumen hoch für Schlappi. Dacia ist kein Auto. Ob ich ja das gut, so der Daumen hoch würde? Für was? Für den Turan? Für den Turan, Turan, denke ich mal. Für den Turan. Das ist ja, naja. Ja, Turan ist eine Familienkiste. Ist eine Familienkiste, das stimmt schon, aber Turan weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen von VW ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem die ihre ganzen Chips manipuliert haben, um die perfekten Abgaswerte zu liefern, bin ich so ein bisschen... Das machen sie alle. Ja, ich VW waren nur die ersten, die sie erwischt haben. Ich bin da so ein wenig zwiegespalten, das ist... Zeig mir einen, der da nicht trickst. Ich meine, das fängt mit dem Verbrauch fängt's ja schon mal an. Das fängt mit dem Verbrauch an. So, und geht weiter über die Abgaswerte. Okay. Die trickst überall. Selber in Wolfsburg abgeholt. In Turan. Hm.
In schöne Niedersachsen ja, bist du dann gefahren. Das würde ich auch gerne mal sehen. In meinem Bundesland, wo ich lebe. Das ist schön. Das schöne, schöne Niedersachsen. Also ich find's cool. Ich find's ganz ehrlich cool. Sebi, hi. Nochmal. Also Sebi ist, glaube ich, drauf, geht wieder runter, ist drauf, geht wieder runter, ist drauf, geht wieder runter. Nein, aber ganz ehrlich, also ich, für mich ist Auto nicht das ganz große Thema. Ich brauche einfach nur einen fahrbaren Untersatz. Ich muss nicht unbedingt hier die ganz große Rollkiste haben. Passt einfach. Ja, ich gebe mich auch mit kleinen Sachen zufrieden, so ist es nicht. Genau, ab Mercedes aufwärts. Nee, ich meine, wenn ich einen Mercedes will, dann rufe ich mir ein Taxi. Hey. Hast du auch wieder rein. Hey, fährst du Mercedes? Ja. Echt? Ehrlich? Okay, dann ja. Sorry. Dann rufe ich Fauli, wenn ich einen Mercedes will. aber hast ganz du ein Taxiunternehmen, meine... Fauli? nein. Habe ich nicht. Ja. So, also, wir haben den ersten Spieler auf The Center. Erster Spieler ist auf The Center. Das ist doch schön. Dann begrüßen wir den ersten Spieler schon mal auf The Center. Wir müssen allerdings noch eine Info habe ich noch an die Center-Spieler. Es kann sein, die Spawn-Punkte, die können ziemlich gefährlich sein. Ja. Was ich damit meine, ist folgendes. Wenn man spawnt auf The Center, kann das sein, dass der Titanboa kommt. Oder ein Terrorbird auf einmal einen hinter einem steht. Oder. Das heißt, nicht gleich aufgeben. Irgendwo findet ihr einen Spot, an dem ihr sicher spawnen könnt. Und auch ein klein wenig was aufbauen könntet. Der Anfang ist ein bisschen, weil die ganzen Viecher da sind, tricky, ja. Schwer. Hat man ja vielleicht gestern schon gesehen, dass wir... Na gut, wir sind relativ häufig gestorben. Zum Anfang, wir haben uns auch sterben lassen, damit wir uns wiederfinden. Aber es ist ein bisschen schwieriger, der Anfang, als auf The Island oder auf Valhalla. Ja, das ist Fakt. Wir haben definitiv sehr auf das Zeitliche gesegnet gestern. Aber es macht Spaß. Es macht auch riesig Spaß dort, weil es ist nicht alles so einfach. Das heißt, es ist eine Herausforderung. Obwohl, Valhalla ist ja auch eine Herausforderung, aber was das Spawnen von bösen Tieren angeht, ist The Center nochmal einen obendrauf, finde ich. Ja. Richtig? Kann man so sagen, oder? So, was meint ihr denn? Wollen wir dann gleich rüber joinen oder wollen wir jetzt erst nochmal versuchen... Irgendwie so ich denke mal, ich verdammt, ich werde gleich sterben. Wieso wirst du denn sterben? Weil hinter mir ein Kano ist. Warum? Du hast doch eine Pickhacke mit. Warum landest du da, wo ein Kano ist? Ich bin nicht gelandet, ein Kano ist hochgesprungen. Sebi, was ich mache, ich habe jetzt gerade so ein bisschen hier nach Dodos mit Ohren Ausschau gehalten, die haben wir auch gefunden. Leider haben wir keinen Oviraptor mit Ohren gefunden, aber ich denke mal, dass der Oviraptor auch nur ein Haarreif auf hat, wo die Ohren dran waren, genauso wie der Dodo. Ich hätte gerne noch Eier gefunden, die so rumliegen sollen, aber die haben wir leider nicht gefunden. Das sind Eier, die man selbst bemalen dürfte, wovon man dann einige benötigt hätte, um ein Osterhasenkostüm für den Procoptodon zu bauen. Das würde aber hier den zeitlichen Rahmen sprengen, und zwar sowas von den zeitlichen Rahmen sprengen, dass wir gleich die kleine... Update-Einführung hier ausblenden werden und nochmal zu Center rübergehen, wo wir jetzt übrigens den Public-Server freigeschaltet haben. Das heißt, ihr könnt alle auf The Center drauf, Ausrufezeichen Center, und ihr bekommt die Daten für The Center, für den Server. Und werden da noch ein wenig an der Sache weiterspielen, wo wir gestern waren. Ich find's einfach nur geil. Ich find dieses Teil geil. Also die Mod, die kommt, hast du die schon auf The Center mit drauf? Welche? Die Stargate Atlantis, oder ist die erstmal nur hier auf dem Test? Nee, die sollte damit drauf sein. Sehr schön. Also das heißt, wenn wir genügend gefarmt haben, können wir uns da auch so ein bisschen porten. Ja, können wir machen. Bin noch am überlegen, ob wir auch ein paar Public-Tore da aufstellen, was natürlich sinnvoller wäre. Ja. Und da nochmal eine Benamung für. Dann sollte das eigentlich für jeden
einfacher sein, wenn es mal wirklich Probleme gibt oder man im Norden gespawnt ist und im Süden liegt die Leiche, dann kommt man da weitaus schneller hin. Sollte man natürlich überlegen, cool, ob man das macht. Das wäre natürlich cool. Würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja, Sabahaya, es ist so. Habt ihr euch die neuen Höhlen auf Island schon angeschaut? Ach so, stimmt! Verdammte Axt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir können noch gar nicht rüber zu The Center. Es sind doch die Höhlen neu gekommen. Ja, aber erklär mal Sabahaya kurz die... Genau, Entschuldigung, also Sabahaya, es ist so, dass du die, diese 1,2 GB, das dauert ein bisschen, bis das runtergeladen ist, und wenn du 81% hast und kriegst dann ein Timeout, dann einfach Arc nochmal schließen, Steam nochmal schließen, neu starten, und dann macht er an der Stelle weiter. Du brauchst diese 1,2 GB nicht nochmal wieder runterladen. Der behält das drinne, der setzt wieder da an. Und dann, bist du eigentlich auch ziemlich schnell da. Ich habe dasselbe Problem auch oft gehabt. Ich habe das wirklich oft gehabt, wenn man halt eben die ganzen Mods runterladen muss, dass man mal ein Timeout hat. Kommt vor, aber so lange wird das dann nicht mehr dauern. Also wenn du schon 81% unten hast, dann wirst du eigentlich schnellstmöglich gleich drauf sein. Kann ich dir sagen. Und Meets 5, ja. Wie gesagt, wir schauen mal. Hast du vielleicht zufälligerweise Koordinaten auf der Karte, wo sich die ungefähr befinden? Ja, okay, wenn du eine 100 Mbit-Leitung hast, dann ist natürlich ganz klar. Dann sollte das schnell gehen. Da kannst du den Rest gleich so nachladen, kein Problem. Ich bräuchte mal den Deadman. Wichtig ist nur, dass du Arc schließt und womöglich aus Steam einmal neu startest. Ich bin jetzt wieder im Lager. Ich war in der Nähe vom Vulkan. Okay. Und ich bin gestorben, weil ich wahrscheinlich vergessen habe zu essen. Okay. Das kommt vor. Und ich würde mich via Stargate dorthin porten. Vom Vulkan? Ja, und du holst meinen Vogel und dann hole ich meine Leiche. Also am Vulkan bin ich. Ich glaube, ich joine. Ja, das wär's doch. Sabahaya, das klappt, habe ich doch gesagt. Also Schneehöhle 2931. Also das ist wieder Wahnsinn, ne? Guck's dir an. Die wissen schon alle Bescheid hier. Besser als wir. Hier sind wir immer vorbereitet. 2931. Und die Sumpfhöhle ist 6237. Was meint ihr, Jungs? Wollen wir da mal reinschauen? Ich muss erstmal meinen Vogel holen. Ich bin gleich am Vulkan. Ja, da bin ich schon. So, ja, ich habe für euch im Smitty habe ich noch Crossbows reingepackt. Für die, die welche brauchen, haben möchten, wollen, tun. Gedöns und Wisch. Olli, wo steckst du? Ich bin auf dem Vulkan. So, und ich werde jetzt mal den Hauptfinder nutzen. Obendrauf. Glaube ich, muss man nochmal eben. Ah, jetzt rutsch ich runter. Jetzt rutsch ich runter. Jetzt werde ich wieder sterben. Und das wird immer schneller und schneller. Und jetzt rutsch ich runter und ich falle. Und ja, bremst doch mal. Und ich schlag versuch auf. Doch mal mit Flugbewegungen. Arme Fauli, mit Flugbewegungen. Wie seltsam. Okay, zu spät. Ich hab's fast geschafft bis nach unten. Und dann bin ich doch nochmal gesprungen. Ist das seltsam, Fauli. Fauli ist schon wieder gestorben. Unser Fauli. Hat es kein Glück gehabt, ja? Bist du nicht mit dem linken Auge an einem Felsen hängen geblieben? Nein, da war schon besetzt. Das wär's ja noch gewesen. Eben. Aber dabei war besetzt. Achso, da hing schon einer. Ja. Mit dem linken Auge. So. Okay. Freistein. Ich stehe jetzt mal vorm Tor und du kommst einfach mal durch. Also nochmal die Autogeschichte. Bei Mercedes habe ich immer so ein bisschen eine Abneigung. Ich habe immer das Gefühl, ich sitze wirklich in einem Taxi drin. Nein. Die bauen ja schöne Autos. Die bauen ja schöne Autos, das gebe ich auch ehrlich zu. Das ist ein ganz gemütliches Fahren. Danach hat ein C63 AMG. Oder heißen die andersrum? Was ist das? AMG ja. C63? Irgendwie sowas. Performance Kit 1. Das Ding brüllt wie die Hölle. Ich finde das affengeil.
Aber du setzt dich rein und meinst, du sitzt in einem Taxi.